Moinchen, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Vigor in Saison 7. Ja, wir sind jetzt hier wieder auf der Karte Fiske Fabrik. Die Karte ist ja neu dazugekommen zu Beginn dieser Season und wir sind ja noch nicht allzu oft auf der Karte gewesen. Das hat ja den Grund, ich bin nicht der größte Fan von der Karte. Aber da ich auch möchte, dass jede Folge auch ein bisschen anders ist, so vom Gebiet her, wo wir halt unterwegs sind und so weiter, habe ich jetzt diese Karte hier genommen. Und was haben wir denn da? Wir haben da hier direkt schon einen Abwurf gefunden, direkt so zu Beginn. Das ist an sich schon mal nicht verkehrt. Sehr schön, damit haben wir dann auf jeden Fall schon mal eine graue Kiste mehr oder weniger für uns gesichert. Wir müssen es nur schaffen, die dann noch wegzubekommen. Und ja, in der heutigen Folge werden wir auf jeden Fall ein paar Runden auf dieser Map hier machen. Denn vielleicht werde ich die ja irgendwann noch ein bisschen mehr mögen. Mal sehen. Stand jetzt. Ich mag an sich so ein paar Gebäude und so hier, aber an manchen Stellen finde ich hier zu viel Berglandschaft. Das gefällt mir halt nicht so ganz hier, zumindest im Spiel. In echt würde mir das gefallen, aber nicht unbedingt hier. Aber nun gut, so, wir haben jetzt erstmal den Abwurf hier gesichert und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die nächste Runde rein. Los geht's. Und bam, da sind wir auch schon direkt in Runde Nummer 2 und ich würde sagen, wir laufen jetzt hier direkt nach links, denn dort unten ist ein verbarrikadiertes Haus mit einem Tresor. Und ein Tresor ist natürlich nie verkehrt, dementsprechend ab dorthin jetzt, direkt hier. Aber erstmal müssen wir den guten alten Berg wieder nach unten rennen. Und ja, der Grund, weswegen ich halt die Karte nicht unbedingt ganz so mag, ist halt einfach der Grund mit der Landschaft hier. Die Karte hat ja hier vorne viele Gebäude und so, aber hier ist halt alles größtenteils Berglandschaft. Davon bin ich nicht so ein großer Fan. Bei der Karte Fjell Kanten finde ich es noch ganz okay. Ja, weiß nicht, besser gesagt nur, weil alle Orte irgendwie dort vorne sind. Wenn auch manche von diesen etwas größeren Orten nicht hier wären, sondern vielleicht auch einer hier oder hier, da würde ich, glaube ich, die Map ein bisschen mehr mögen. Oh, da vorne kam ein Vogel. Ach, der kam wahrscheinlich jetzt wegen mir. Okay. Und hier ist ein Spieler drin. Ja, hier ist ein Spieler drin in dem Haus. Und er knackt gerade den Tresor. So viel kann man auf jeden Fall hören. Ja, und wir haben ihn auch getroffen, auf jeden Fall. So viel ist auch sicher. Der Tresor ist jetzt offen. Hat er schon den Loot mitgenommen? Fühlt sich beinahe so an, als ob hier noch einer ist. Ja, hier muss noch einer sein. Okay, wir hauen das hier drauf. Komm schon. Holy moly. Wow. Da kommt jemand. Oh, nachladen, nachladen, nachladen. Heilen. Perfekt. Geschafft.
Ja, das war doch ein heftiger Kampf. Ich höre noch jemanden. Hier muss noch jemand kommen. Okay, wir hauen uns mal die Panzerung ran. Und eines ist sicher, wir müssen erst für den Loot hier irgendwie sortieren. Der gesamte Loot von uns muss erstmal ein bisschen sortiert werden. Ja, und ich weiß noch nicht, ob ich die Flinte behalten soll. Muss ich ja auch mal so sagen. Ich denke, das Sturmgewehr hier wäre besser. So. Perfekt. Jetzt einmal hier hoch. Okay, hier oben ist keiner. Habe ich mir schon gedacht, aber ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, das war aber gerade echt gut gespielt von mir, wie ich finde. Da muss ich mich selber einfach mal loben. Und jetzt ist die Sache, wie machen wir jetzt erstmal hier weiter? Weil draußen haben wir, denke ich, auf jeden Fall noch jemanden gehört. Vielleicht ist der aber auch abgehauen. Das kann auch ganz gut sein. Hier war auf jeden Fall der Tresor. Und in dem Tresor war, wenn dann, echt wenig drin. Muss ich ja mal so sagen. Und ich denke, einfach weil das so schöne zwei Kills waren. Ja, die Kills waren halt wirklich sehr schön, die zwei. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt noch in diese Runde drauf gehen. Deswegen denke ich, schaffen wir jetzt auch das erst nochmal in Sicherheit, das ganze Zeug. Einfach weil die zwei Kills halt so schön waren. Und es kommt ja auch nicht so immer vor, ja, dass ich so gute Kills mache und so. Also kommt ja wirklich nicht so oft vor, dass ich hier überhaupt auch so kämpfe. Deswegen bin ich gerade sehr zufrieden mit der Leistung von mir. Sehr gut. Damit ist die Beute in Sicherheit und damit auch direkt in Runde Nummer 3 rein. Let's go. Gut, diesmal gehen wir, denke ich, einfach geradeaus. Hier vorne so ein bisschen hin, dort wo halt ein bisschen mehr Gebäude sind. Und die Runde eben war ja wirklich fantastisch. Also mit der bin ich wirklich richtig zufrieden. Ich glaube, deswegen werde ich auch in den Titel irgendwie sowas schreiben wie Beste Runde, Season 7 oder so. Denn muss ich ganz klar sagen, Season 7 geht zwar jetzt schon ein bisschen. Ich habe auch einige Runden in dieser Season schon gespielt, aber das war wirklich die schönste Runde, was die Kills betrifft. Nicht was den Loot betrifft, sondern einfach was die Kills betrifft. Darauf bin ich gerade extrem stolz. Das sah einfach so schön smooth und so weiter aus. So, jetzt gucken wir hier nochmal, dass wir jetzt hier in dieser dritten Runde nochmal ein bisschen mehr Loot ranbekommen. Aber das eben war wirklich einfach nur schön gespielt von mir. Ich bin halt einfach stolz auf meine eigene Leistung da gerade. Weil ich halt auch nicht immer unbedingt der beste Spieler bin hier. Ja, das ist euch ja auch aufgefallen schon. Vor allem denen, die das Projekt ja schon lange verfolgen. Und vor allem auch vielen Dank geht raus an die Leute, die das Projekt supporten, wirklich seit der ersten Folge. Denn ich habe jetzt erst vor kurzem gelesen, der eine oder andere hat, oder eher gesagt, verfolgt das Projekt hier seit der ersten Folge. Und da deswegen einfach mal danke an der Stelle für den Support. Vor allem für den anhaltenden Support. Ja? 100 Folgen ist nicht wenig. Ja? Gut, jetzt gucken wir mal hier. Jawohl, ein bisschen was eintüten. Bisschen Chemikalien auch reinbekommen. Dünger auch. Ja, mal sehen, wenn wir wieder einen Gegner treffen. Wäre schön, wenn ich mit die Runde jetzt etwas ruhiger angehen würde. Ja, also hier vielleicht jetzt ein bisschen weniger Action wäre. Wäre auch nicht verkehrt, ja. Deswegen jetzt erstmal schön ein bisschen was hier in Frieden eintüten. Eben haben wir schon mal ein paar leise Schüsse hier in der Nähe gehört. Das heißt, hier ist auf jeden Fall jemand unterwegs.
Moment, war da noch was? Nein, da war nichts. Ich dachte gerade, da wäre was gewesen bei den Müllsäcken. Gucken dann mal weiter hier. Jawohl, hier ist noch Beute, bestimmt Dünger. Ja, da liege ich richtig. So, jetzt gucken wir mal kurz. Unsere Tasche sieht bereits ganz gut gefüllt aus. Jetzt gucken wir mal noch auf die Map. Ich denke, wir gehen jetzt dort vor zu diesen Gebäuden. Nur ist dort ein Problem, und zwar das mit dem Ausgang. Ja, wir kommen dort ja nicht weg. Wäre nur mit Treibstoff. Ist aber an sich auch ganz cool gemacht, muss ich sagen, mittlerweile. Anfangs fand ich es ja auch an manchen Stellen eher so ein bisschen, naja, aber ist auch ganz cool gemacht. Aber ich weiß nicht warum. Irgendwie bleibe ich bei meinem einen Wunsch von damals. Bei dem Wunsch bleibe ich treu. Ich möchte gerne kosmetische Designs fürs Haus oder so. Dass ich dann irgendwie dort vielleicht die Farbe ändern kann oder sowas. Bei dem Wunsch bleibe ich. Sowas hätte ich voll gerne in dem Spiel. Weil das halt auch nochmal so ein bisschen, ja, sorgen würde, dass nicht jeder unbedingt das gleiche Haus hat, wenn er es irgendwann komplett verbessert hat oder so. Deswegen. Oh. Wow. Ja. Der hat mich richtig weggeschossen. Der hat mich richtig weggemacht. Schade. Ja, aber nur gut. Nicht jede Runde kann so erfolgreich laufen wie die davor und so. Aber, ja, wir haben ja jetzt auch noch eine graue Kiste. Und die würde ich sagen, öffnen wir mal noch. Und jawohl, wir haben noch eine neue Stufe, wodurch wir jetzt noch mal eine neue Kiste haben. Schade. Ja, aber dass der uns jetzt erwischt hat. Ich wäre jetzt gerne noch mal mit Loot entkommen bei dieser Runde hier. Aber trotzdem bin ich richtig zufrieden mit der davor. Das ändert daran nichts. Man kann eh nicht immer es schaffen, abzuhauen mit seiner Beute und so weiter. Und von daher ist nicht so schlimm, ne? Frustrierter wäre ich gewesen darüber, hätte ich jetzt bei der vorherigen Runde, wäre ich da drauf gegangen, noch nach diesen schönen zwei Kills und so. Da wäre ich etwas frustrierter gewesen, aber so, ja, passt schon. Gut, dann jetzt einmal Battle Pass Belohnung hier eintüten. Und dann haben wir jetzt zwei Kisten zum Öffnen. Feine Sache. Wir fangen natürlich an mit der grauen Kiste, danach dann die grüne. So, mal sehen, was wir da rausbekommen. Na, Patronen, Materialien. Okay. Beste sind eigentlich die Materialien. Und jetzt die grüne Kiste. Joa. Tragbarer Signaldetektor, Blaupause. Das ist noch das Schönste daran. Ansonsten die Bolzen, würde ich noch sagen. Apropos Bolzen. Ich sollte vielleicht auch wieder mal eine Armbrust nehmen oder so in einer Runde. Ich sehe gerade hier diese eine Schrotflinte. Vielleicht nehme ich die in der nächsten Folge mal. Ich stelle mir davon direkt mal noch eine her und pack sie erstmal hier rein bei uns. Ob ich sie dann nehme in der nächsten Folge oder ob ich dann die nächste Runde doch wieder mit einem Sturmgewehr mache, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber schauen wir mal. Gut, hier machen wir dann nämlich dann jetzt erstmal Schluss mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge konnte euch ein wenig unterhalten. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Einfach um das Projekt zu unterstützen und damit ich sehe, ihr habt Bock auf weitere Folgen. Und ansonsten checkt auch gerne meine Social Media Seiten wie Instagram ab. Link dazu oben in der Beschreibung drin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!